Jo, was geht ab? Vor ein paar Tagen kam ja District raus von San Diego, Stan in the Mirror. Ich glaube, jeder, der jetzt hier zufälligerweise auch vorbeischaut, hat das auch mitgekriegt. Und wo das polarisiert, also der letzte Part vor allem, so, ja, ist auch kein Geheimnis. Jeder hat da so seine gemischte Gefühle, sage ich mal. Manche finden das ziemlich schräg, manche nicht. Ich muss auch sagen, wo ich gerade mich in der Kamera sehe, ich trage gerade zufälligerweise Merch von San Diego. Das sollte jetzt nichts zur Sache tun. Ich habe das heute Morgen einfach aus Versehen angezogen und ich wusste nicht mal, dass ich das Video hier aufnehmen werde. Aber okay. Ja, wie gesagt, kam Diss-Track, viele verschiedene Meinungen und ich habe gestern einen Clip gesehen, sozusagen, beziehungsweise Ausschnitt eigentlich, von gewissen Personen, die sehen wir gleich. Also eine Person erstmal und dann habe ich die anderen auch im Blick gehabt. Das fand ich ziemlich merkwürdig, ziemlich kritische Aussagen, die da getroffen wurden. Die gucken wir jetzt an als erste sogar. Und dann auch die anderen Meinungen, die dazu gesagt wurden, von, sage ich mal, von dieser Babel-Szene. Es gibt natürlich viel mehr, die darauf reagiert haben, aber gewiss von dieser, naja. Deutschrap-Fitner Babel. So, ja. Ich glaube, gut zusammengefasst. Fangen wir mal an. Zack. Sehen wir schon, worum es geht. Ich habe das Video jetzt auf Twitter gefunden. Ich weiß nicht, diesen Ausschnitt kenne ich noch nicht. Da wurden andere auch Aussagen von dieser Person da zusammengefasst. Sie ist das. Was ich auch ziemlich kritisch fand, wurde da auch, glaube ich, einbezogen. Aber wir gucken es mal an. Du ehrenloser Hund, du Wallah. Ehrenloser Hund ist das. Es geht halt, wie gesagt, die ich ausgesucht habe, die Reaction kommt immer aus dem letzten Part. So, ja. Aber das hier ist der erste, Manuelsen kennen wir, den kenne ich überhaupt nicht, wer das sein soll. Ja, Alek, ehrenloser Hund, du. Lanatullah Alek, Lanatullah Alek, Lanatullah Alek, puh. Genau. Es geht halt darum, dass San Diego halt hier die Sexgeschichten, kann ich jetzt wohl sagen, ist genug schon Reaction-Zeit vergangen, mit der Anis auspackt und Manuelsen fand das nicht cool, vor allem, weil man an die Kinder denken sollte. Ja, genau. Dann hat er natürlich die aber selber, so das fand ich halt schlimm und deswegen kommt die Zusammenfassung jetzt, dass er selber die ganzen Geschichten über die Mutter seiner, also seine Baby, nicht seine Babymama, oder kann man das so sagen? Keine Ahnung. Also seine Ex-Frau, mit der er Kind hat, in Geschichten ausgepackt hat, dass die Prostituierte ist, dass die dies, dass die das ist. Ich muss jetzt nicht vorlesen, wer jemand will, nur so ein bisschen langsamer, bla bla. Ist halt nur ein Ja, Wallah, Beispiel. ich sehe der Sache alle. Dass ich mir das angeguckt habe, ist Schmutz. Ja, Wallah, ich hab's bereut. Dass ich mir das angehört habe, was dieser Kelb über den Islam und über die islamische Frauen sagt. Die islamische Frauen sagt. Ja, das fand ich auch schlimm. Weil deswegen sage ich ganz vorsichtig, ich glaube nicht, dass es das Schlimme ist, dass es der dritte Part ist. Ja, was da gesagt wurde, sondern viel allgemeiner. Aber mehr sage ich dazu nicht. Ich will auch nicht den Fass aufmachen. Ende. So. Anis ist Muslima, San Diego ist Jude. Die sind jetzt ein, jawohl, Traumpaar, so ungefähr. Ja, also in deren Augen. Und die haben das auch so gesagt. Auch in dem Track hat ja, glaube ich, San Diego genauso gesagt. Tja, ne, du bist muslimische Frau, ich Jude, wir kommen jetzt zusammen. Das ist halt schwer. Deswegen haben wir erstmal in Statements gelogen, weil ich denke mal, also ich glaube und ich denke mal sogar das zu wissen, dass in dieser Kombination ziemlich, ziemlich schwer ist. Vor allem, wenn man in Öffentlichkeit steht. Weil Antisemit, ich kenne das wohl, kann das Wort nicht aussprechen. Judenhass ist wieder alltäglich in Deutschland geworden. Leider Gottes. So. Hurensohn, wenn ich auf deiner marokkanischen Mutter keinen Schlitten fahre, ich heiße nicht Manuelsen. Ich werde auf deiner. Genau, das habe ich auch, als ich den Ausschnitt, also ich habe nur den Stream gesehen, Ausschnitt gesehen und genau da dachte ich mir,
Alter, du hast so viele Takes gebracht, ne? So viele Takes. Nicht mal in Songs, nicht mal als Kunst das verpackt, sondern direkt straight in Insta-Stories hast du deine Ex-Frau beleidigt, hast du dies, hast du das, hast du jeden beleidigt. Egal welche Religion das war und so weiter, ne? Also, Doppelmoral hoch 10 so. Deiner Mutter werde ich Schlitten fahren, du marokkanischer Bastard. Ich fick deine Mutter. Immek dat Nika, ja achuscha. Und ich glaube, das ging damals an ABK, ne? In dieser Story. Mutter, ja achuscha Mutter, ich fick deine Schwester, du Bastard. Deine Schwester werde ich dir ficken. Ich fick deine Mutter und die andere Mutter fick ich auch. Ich fick euch, fick eure beider Mütter, wie ihr da seid. Richtig unangenehm, so das zu hören. Ich skippe das sogar. So. Hurensohn. Dass ich mir das angeguckt habe, ich bin Schmutz. Lakralas, bevor ihr Schmutz seid, ich bin Schmutz. Staffurlalasim, Staffurlalasim, Staffurlalasim. Ein polnisches Kind sein. Ein portugiesisches Kind. Er soll ein Welpe sein. Das Bachiat Robert, das soll ein Hund sein. Ein echter Hund. Über einen Hund redest du nicht so. Was hast du gemacht? Deine Mutter, du Hurensohn. Smack me. Lummum. Ja, da reicht es mal. Also ich kann mir das wirklich nicht ansehen, weil das war zu viel. Ich habe diesen Aufschnitt gesehen. Das war, wo ich dachte, Alter, übertreibt die Rolle nicht, ne? Es ist immer noch eine Kunst. Es ist immer noch natürlich polarisierend. Aber was ist da dran so schlimm in der heutigen Zeit? Was genau das schlimm? Dass San Diego sagt, dass er Geschlechtsverkehr mit Anis hat, dass er das so straight direkt sagt? Oder wo ist das Problem, dass die Kinder das hinterher mal sehen? Halt wieder zu viel da rein interpretiert. So, egal, wo, so, jetzt mache ich den zu. Warum habe ich den drei Tipps eigentlich offen? Moment mal. Gruppe, also Gruppe, Alter. Keine Ahnung, so. Ja, kommen wir zur nächsten. Zack, zack, ich wollte doch, ich will die Kamera haben. So, zack, 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 hier, ne? So, besser. Kann mich auch ein bisschen, ja. Kennt man so, 1,19. Was sagt er denn dazu, zu diesem Part? So, aber auf. Da hätte man trotzdem einen Gang vielleicht runterfahren müssen, weil die haben zwei Kinder zusammen. Er wird die Kinder vorher oder später auch sehen wollen. Egal in einem Jahr oder in 2 Jahren, wenn er sich beruhigt hat oder was auch immer. Die sind auf ewig gekappelt, die beiden, auf irgendeine Art und Weise. So, weißt? Die haben Kids zusammen. So. Wow, Alter, das ist eine sehr harte Geschichte. Ey. Und einfach Ilja ist eingepennt. Okay, was heißt? Also die Meinung kann man ja so, jetzt gucke ich einfach in die andere Richtung, irgendwie so in den Game. Egal. Die Meinung kann man ja verstehen, ne? Dass San Diego da eine gewisse Grenze überschritten hat, kann man verstehen, ne? Andererseits habe ich mir auch gedacht, was soll denn San Diego jetzt sonst in dem District machen? Also was ist das Ziel von einem District überhaupt, ne? Guck mal. Man versucht er irgendwie den Gegner anzugreifen, ja? Was sind die Angriffspunkte bei Mois? Es gibt keine heutzutage bei dem Zeus. Man kann gar nichts mehr leaken, man kann gar nichts mehr exposen, man kann gar nichts mehr, keine Stories mehr erzählen. Der hat sich selber sowas von ruiniert. Da kannst du nichts mehr so, keine Ahnung, Distract machen und dann, ja, weißt du noch, du hast da hier Steuerschulden da, keine Ahnung, dies, das. Es gibt viel schlimmere Sachen und die kennt jeder, ne? Das Interview da, wo er sich angeblich kontrollieren kann. Ja, das war halt, also, Tiefpunkt. Genau, und dann habe ich gedacht, ja, was soll man machen? Was ist das Ziel von diesem Diss-Track? Und Diss-Track sollte ja sein, dass das nicht uns eigentlich gefällt, sondern dass Mois dadurch getriggert wird. Also beziehungsweise der Partner, ja, nicht Partner, Alter. Konkurrent. So. Und wie soll man Mois triggern?
Er hat selber seine Mutter beleidigt, seine Brüder beleidigt, seine Kinder hat er sogar gesagt, das sind überhaupt nicht meine Kinder, dies, das. Und hat auf die gespuckt, dies, das, erstmal. Jetzt will er wieder die Kinder haben. Ne? Da hat seine Ex-Frau sowas von beleidigt. Alle so. Ja. Und womit soll man den triggern? So, ja, weißt du, damals hast du in einem SMS gesagt, hier, das ist ein HS. Hat er selber in 1000 Stories über jeden gesagt. So, weißt du, kann man gar nichts mehr machen. Ich glaube, der einzige Punkt, wo er getriggert wird, ist das, der dritte Part, so richtig. Die ersten zwei Parts würden sogar nicht mehr jucken, ja. Puh. Hier Spendengeld hier, ne? Für Untreuung. Ja, weiß doch jeder, der steht doch selber schon dazu. Ja. Also der erste Part war dann, ja, alles nochmal aufrollen, was man schon weiß. Der zweite Part so ein bisschen, keine Ahnung, hier Romeo und Julia Story und hier halt ein bisschen Sexglaube, wo Moist richtig getriggert wird. Ich glaube, San Diego wusste, wo er getriggert wird. Naja, egal. Vielleicht nicht in diesem Sinne, dass er genau das getriggert wird, aber ja. Aber Russ könnte man in diesem Statement eigentlich verstehen, dass sie eine gewisse Grenze überschritten haben, ne? Aber wir haben hier, zack. Kennt man, ne? Cash is Lay. So, machen wir ein bisschen größer. So, das 49, 49, also 10 Sekunden, 20, so. Ungefähr. Hier fängt er an zu labern und sind die Meinung von nicht. Zum Trend, sie kriegt das erste Mal multiple Orgasmen. Sie flüstert mir ins Ohr, sie wird dich immer wieder verlassen. Der schnellste. Ui, 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 ui. Aber mal ehrlich, Leute, ist das das Drama? Das ist es. Ist das das Drama? Genau die Meinung habe ich auch. Ist das das Drama? Fand ich gar nicht so schlimm, Alter. So, ja, man hat irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie sagt man das? Dieser Mitläufer-Meinung sozusagen, also jetzt nicht ne so richtig negativ gemeint, so, keine Ahnung. Die ersten vielleicht eins war, okay, und dann jemand hat, oder keine Ahnung, so einige so gesagt, jo, da ist er über die Grenze gegangen und dann hat sich das halt so hochgerollt, dass man diese Meinung halt die Mainstream-Meinung ist. Aber ist das so? Ist das so schlimm? Keine Ahnung. Also das ist richtig harter Scheiß, so. Das ist richtig harter Scheiß, müssen wir nicht drüber reden. Das ist Gib ihm mäßig. Aber Bro, wir leben in Zeiten von Trash-TV, Onlyfans und Instagram-Models. Jede zweite Frau erzählt heutzutage, wie die am liebsten gebumst wird und so. Und keine Ahnung, Sex macht doch Spaß, Alter. Ich finde das jetzt nicht so verwerflich. So, es geht natürlich tief rein und die lassen. Es geht natürlich tief rein, die lassen tief blicken, aber mein Gott, Alter. Also ich glaube, wenn du irgendwie jahrelang misshandelt wirst, dann ist ganz geil, wenn du einen Typen hast, der zu dir steht, dir in einem Musikvideo seine Liebe gesteht, dann ein paar Sexfantasien erzählt und dann auch noch von Princess Treatment redet, finde ich jetzt nicht dramatisch. Der Abspritzer Deutschlands, gib ihr eine Stunde auf Easy. Sie wird so laut, wenn ich drücke, gib Piki im Lamborghini. Du hast nie länger als 10 Sekunden, ne Mami. Egal, das Lied passiert nicht, ich werde hören. Ja, also, hat man ja verstanden, worauf es geht. Ich finde das genauso nicht so schlimm, was da gesagt wurde. Ne? Es ist halt für Mois schlimm. Für uns, normal Zuschauer. Was ist daran so schlimm? Für die Kinder, die das sehen, ja. Aber ich glaube, man lernt heute sogar im frühen Kindesalter, dass die, was das bedeutet und so weiter, dass da jetzt so, ja, wie die Praktiken da aussehen, okay, ist eine andere Geschichte. Das, okay. So, die nächste Meinung kommt von diesem Herrn. Kennt man auch, ne? Marvin Carbonero. So, Intro hier. Mit dieser Trennung und die Trennung anscheinend hier nicht einvernehmlich war, sondern dass sie noch an ihm hängt und sich sehr hintergangen fühlt. Und dass dann jetzt hier so parallel jetzt hier so dieser Bums-Talk jetzt hier so explizit ist und sie sich dann auch noch so im Video ein bisschen so auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, anrüchig positioniert, weil sie zeigt jetzt hier nicht Kurven oder sowas, ja, aber schon so ein bisschen so als Femme Fatale, so in der Art, ja. Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, ja. Weiß ich nicht. Und sind die denn jetzt zum Beispiel noch, das ist halt die Frage, ja, sind Mäus und seine Ex-Frau noch verheiratet eigentlich? Also standesamtlich. Keine Ahnung, Digga. Ja. Weiß ich nicht. Also den Part hätte man sich sparen können hier, finde ich. Könnte man wirklich sich sparen, weil ich denke mal, da würde das halt, weiß ich nicht, den waren auch in den letzten Part auch ziemlich harte Lines, so, ne? Und dann würde das nicht so richtig hitten. Ich glaube, Mois würde das dann ziemlich sicher ignorieren und dann würde das auch jeder ignorieren und sagen, ja, hat jetzt nichts gebracht, so wie Farid Bang, Mois das da, wie hieß das denn? Habe ich vergessen. War lustig, war auch cool, aber hat ja ihn überhaupt nicht gehittet, gar nicht so. Jo, Nextdoor, sprachlos von Tubo. Das fängt bei... Springt sie wie ein Känguru, erst nehme ich sie von hinten, danach steche ich ihr ein Gang-Tattoo. Fick deine Baby-Mama, sie steht auf Fingerspielchen, nehmen sie auf dem Küchentisch, bei mir bekommt sie Princess Treatment. Sie lebt weiter, stellt sie ist gefragt und sie sagt, Mois hat einen kleinen. Sie lag wie ein Seestern, bei mir springt sie. Sie steht auf jedem Pony, switch in positions, Baby dreht sich wie der Tiger, der Rolling. Junge, Alter! Oh, zum Train, sie kriegt das erste Mal multiple Orgasmen, sie flüstert mir ins Ohr, sie wird dich im... Ja, das ist so. ...mal wieder verlassen, der schnellste Abspritzer Deutschlands, gib ihr eine Stunde auf Easy, sie wird so laut, wenn ich drücke, gib Piki im Lambo... Du kannst überhaupt nicht glauben, was da passiert. So, und der letzte in der Runde ist der gute hier. Kennt man, ne? Jiggy. Ich glaube, der hat auch die längsten Reaction gemacht. So, gucken wir erstmal hier, warte mal. Ruse 1,37. Okay, geht auch lang. Ich glaube, der hat aber ziemlich lange noch Talk mit Mock oder so gehabt. Keine Ahnung. 59 Minuten von Cassius Clay ist okay. 1,10 von Marvin. 34, der kürzeste Reaction von hier Turbo. Okay, das sind doch 4 Parts, ne? Dritter Part, okay, genau. Und 1 Stunde 41. Oh, sieht man ja gar nicht, ne? Scheiße. Egal. Müssen wir jetzt glauben. Okay. Was sagt er jetzt dazu? Das, seine Meinung ist halt die wichtigste, ne? So hart, sowas, nur diese, du hast ein kleiner. Ey, Digga. Digga, der sitzt am Schleifstein, Digga, und macht die Messer scharf, Digga. Ich sag's dir ehrlich. Beweisen, doch ich hab an. Ich glaube ich auch. Der dreht durch. Gefragt und sie sagt, Mois hat einen kleinen. Ah, sie wird bei mir allein nach ein paar Worten feucht. Sie ist nie gekommen, Bruder, sie hat bei dir vorgetäuscht. Sie lag wie ein Seestern, bei mir springt sie wie ein Känguru. Erst nehme ich sie von hinten, danach steche ich ihr ein Gang-Tattoo. Fick deine Baby-Mama. Sie steht auf Fingerspielchen, nehmen sie auf dem Küchentisch. Bei mir bekommt sie Princess Treatment. Sie lebt Reiterstellung, ride in my pony, switch in positions, baby. Ride in my pony, ride it. Jump on it. Tisch bei mir bekommt sie Princess Treatment. Sie lebt Reiterstellung, ride in my pony, switch in positions, baby, dreht sich wie der Tiger, der Rowley, bringt sie zum Train, sie kriegt das erste Mal multiple Orgasmen. Sie macht sie auch anal? Das ist die wichtigste Frage, die man sich stellen soll bei diesem Part. Oder? Was sagt ihr? Spaß. Alle Dinge wieder alles versaut. Dreht sich wie der Tiger, der Rowley, bringt sie zum Train, sie kriegt das. Seine Recht fand ich am lustigsten eigentlich. Ich habe die 1 Stunde 41 mir komplett gegeben von Jay Jiggy. Ich glaube, die einzige. Ich glaube, in Marvin California bin ich im Stream eingeschlafen. Den Roos habe ich, glaube ich, so nebenbei irgendwann mal gehört, was er da gesagt hat. Deswegen weiß ich, dass da auch irgendwann mal hier Mock oder so anruft, aber nie so richtig mitgekriegt. Sein habe ich gestern bei Diablo 4 angeguckt und Turbo habe ich nicht geguckt, ehrlich gesagt, aber auch komisch, 34 sieht man nicht, ne? So, 34 Minuten, das war mir viel zu kurz und dann dachte ich, jo, 34 Minuten bei 25 Minuten Track, okay. Genau, das Lied habe ich ja auch eigentlich auch, muss ich sagen, Reactions eigentlich komplett durchgehört. So eigentlich auch doch einmal. Und ich glaube, ja, die Reactions ist wieder dieser
wie damals als dieser Unbekannte Jesus gegen Cassius Clay gebettelt hat. Das Battle habe ich auch 1 Million Mal wahrscheinlich geguckt, nur weil ich jede Reaction oder Reaction auf Reaction auf Reaction auf Reaction gesehen habe, Alter. Ich bin Fitner geil. Ich bin Fitner geil. Deswegen finde ich den Track eigentlich das super. Ist mir egal. Es gibt Fitner, es gibt wieder was zu reden. Es geht gar nicht mehr, dass ich jetzt das Video mache, auch ohne. Wie gesagt, ich gucke die ganzen Reactions. Ich fühle mich unterhalten. So leichte Kost, wo ich das nebenbei auch was machen kann. Zum Beispiel gucke ich auch, lass mich sowas auch auf der Arbeit so nebenbei, wenn ich da was mache. Laufen ist halt Hintergrundrauschen so ungefähr. Jo, aber in diesem Sinne auch, was haltet ihr denn von San Diego Diss-Track? Geil oder nicht geil? Grenze überschritten? Nie so ganz Grenze überschritten? Welche Meinung vertritt er am meisten? Ich glaube, ich bin eher auf Meinung von hier Cassius Clay. Wir leben im 21. Jahrhundert, so glaube ich, heißt das so, ja. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ansonsten natürlich Daumen hoch, abonnieren, Glocke drücken, wenn es sowas heutzutage gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.